Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Heute sind wir ein bisschen am Stibitzen von Sachen. Übrigens habe ich geguckt, wo wir das letzte Teil von Sava bekommen. Und darauf wäre ich niemals gekommen. Es gibt in Tallenberg noch einen. Und offen. Skillen wir dabei? Das ist jetzt die andere Frage. Warte mal, ich guck gerade mal, wie viel haben wir denn? Wir haben hier so ungefähr so ein Pinot. So ein paar von den Dingen öffnen. Also, es gibt in Tallenberg einen Schmied. Den hätte ich jetzt nicht bedacht, dass der auch sowas haben könnte. Ich wusste auch gar nicht, dass es den gibt. Also, ohne reingucken hätte ich das nicht gewusst. Hier ist er nicht. Wo ist der denn? Schläft denn der komische? Kommen wir überall rein, das ist nicht das Problem. Weißt du, der Schlüssel? Wir wollen ja nur dieses Schwertstück haben. Voll der Assi, Alter. Und gucken gleich mal, das ist jetzt schon der dritte, den wir öffnen. Wie sieht's denn beim Leveln aus? Levelt der mit? Ja, er levelt mit! Oh, das ist so gut. Das war also keine dumme Idee. Genau das hier zu leveln. Hier ist nichts. Kann ich auch ohne Probleme rein. Wo schläft Zack? Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo der Typ pennt. Könnte da im Haus nebenan sein? Kann ich aufmachen? Ja. Zack. Okay, ich hatte dieses Problem schon mal gehabt und ich weiß einfach nicht, wo er ist. Ich hab's wieder voll vergessen. Das, was wir machen, wir nehmen jetzt die Fackel. Ist mir so egal. Gibt's Futter hier? Gibt's das? Aber hier gibt's keine Kiste. Okay. Oh Mann, wo schläft er denn? Ich kann es mir hier noch vorstellen. Ja, da hinten ist niemand. Bisschen leise sein, ne? Hier ist nix. Ich meine, hier kann ich mich auch frei bewegen. Das ist ja der Vorteil. Hier ist er. Okay, also hier ist schon mal nichts. Gehen wir hier rein? Aber hier ist halt nichts. Hier schläft keiner. Könnten wir sogar ausrauben gerade. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass er hier neben dran pennt. Das ist halt immer so die Frage, wo wohnen die Leute, ne? Ich meine, ich hätte mir vorgestellt, neben seiner Schmiede. Aber sieht irgendwie nicht so ganz danach aus. Ne, Forelle. Ich wusste gar nicht, dass es getrocknete Forellen gibt. Also, auch nichts. Ich meine, gut, wir skillen uns jetzt hoch, aber... Oh nein. Ist ja ein Scheißdreck. Also vergessen. Ist eh nichts. Okay, also dieser Skill ist schon eine große Bereicherung. Hier ist auch nichts. Okay, das wird das Haus von ihm jetzt nicht sein. Muss ich ihm etwa nach Hause folgen? Kann ich hier rüberspringen? Nein. Das ist halt auch so eine Frage, ne? Wenn ich ihn jetzt noch hinterher rennen muss. Wie gesagt, das Problem ist nicht einzubrechen.
Einbrechen. Easy peasy going, ja. Aber easy peasy going. Alex. Mach, sag mal was Anständiges, Bruder. Weiß auch keiner. Komm, wir machen auf. Was haben wir denn? Ich fange schon an zu schimpfen, das ist nicht gut. Da hinten ist die ist eine der Mühlen, so. Ich hätte mir halt gedacht, dass er da pennt. Aber nein. Schlafen die nicht im Kloster? War das nicht so? Es ist echt ein Krampf. Hier ist Holzkohle, toll. Okay, wisst ihr was? Dann holen wir uns den Brokatstoff. Ja! Und dann gucken wir, wo Sack schläft. Dann müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen. Ja! Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie wir das am besten hinbekommen. Ja! Ah. Au! Brech mir doch alle Knochen. Komm her, Ferdinand. Wir müssen weiter. Plötze, ich nenne dich Plötze. Ja! Wie jedes Pferd. The Witcher müssen wir auch irgendwann mal spielen. Boah. Ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gerne im Stream machen möchte. Ja. Weil im Stream ist das eigentlich schon ganz nice. Ich meine, das Spiel wird sich ewig ziehen, aber hey. Ich meine, es gibt halt so viele Let's Plays zu Witcher. Und ich will es halt einfach nur durchspielen mit Leuten zusammen, also von daher. War das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Alles klar. Ja, es greift. Ich mach den mal stumm. Alles gut. Alles gut, Diggi. Ich will mal gucken, was du dabei hast. Eine tolle Ladenwache hast du da, Diggi. Hier hinten wird wahrscheinlich der Brokatstoff sein. Hä? Leichte... Okay. Leichte Truhe. Naja, gut, okay. Hm. Doch nicht. Du kleiner Schlingel. Kann mich hinsetzen. Warum kann ich mich hinsetzen? Feiner Brokatstoff, da bist du ja, Schätzchen. Mehr brauchst du nicht. Hä, warum habe ich jetzt... Der Typ schläft doch. Ja. Alles klar, wir reiten nach Hause. Oh nein! Der hat mich nicht gesehen. Okay, er hat's nicht gesehen. Puh. Ja. Ich überlege mir, ob wir nicht einfach mal so bei dem Müller, bei dem Typen in Ledetschko einbrechen. Einfach mal randomly, weil ich bin der Meinung, also soweit ich mich noch erinnere, hatte tatsächlich das letzte Teil. Ja. Für das Schwert. Von der heiligen Saba. Ich meine, ich finde den Hayo jetzt hier nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, ich glaube, ich war hier beim bei diesem Juwelier-Ding-Typen da nicht. Okay, hier komme ich sogar rein. Okay, da jetzt müssen wir halt mal gucken, komm. Ich bin ja jetzt schon davor. Hier waren wir. Aber hier vorne waren wir nicht, genau, das war der Punkt. Und den zu beklauen ist auch eine schöne Sache. Schön in Anführungsstrichen. So. Rein da. Einmal in die Schmiede schlafen hier eh nicht. Es sei denn. Nein, hier ist nichts.
gucken mal weiter. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Vielleicht finden wir den doch. Wer weiß. Dann schlafen die am Ende doch hier. Und ich bin nicht ganz umsonst hier. Sieht schlecht aus. Oh, die Truhe kriege ich mal auf. Die ist auch nicht gerade einfach. Man könnte sich setzen. Ist auch gruselig, wenn so ein Typ auf einmal... Ah. Passt schon. Oha. Alles klar. Noch so ein Ding. Kettenbeinlänge. Dankeschön. Teuer sind sie. Oh, das Getränk ist zu Ende. Ich muss noch einen Trank des Nachfolgen trinken. Die Wirkung nimmt ja irgendwann auch ab. Ist er. Er ist halt auch nur er, ne? Was hast du denn so? Ja, du hast schon ein bisschen teurere Sachen. Aber wer braucht das denn? Hier ist noch was. Oh. Hallo, Schätzchen. Vielleicht bist du mein neuer Schatz. Holzzeichnungen. Warte mal. Kann das sein, dass ich jetzt vielleicht etwas entdeckt habe, was ich nicht hätte entdecken sollen? Was ich aber getan habe, weil ich bei ihm eingebrochen bin? Ich meine, gut, hey. Ich meine ja nur. Warte mal, wo ist das denn? Diesen Questgegenstand? Münzzeichnungen? Hallo, hallo. Ach so. Du Schlingel. Habe ich etwas aufgedeckt, was nicht sein sollte, ha? Huh? Wer bist du denn? Du bist der Gerber. Der Gerber ist mir eigentlich total wurscht. Wurscht. Einfach mal aufgemacht. Das finde ich cool gerade. Finde ich echt nice. Aber ich hab die beiden nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich würde sagen, wir reiten noch schnell nach der Detschko, bevor es hell wird. Alles klar. Rennen überall gegen. Ja. Und ich meine, dann müssen wir halt am Abend irgendwann mal gucken, wie wir das machen. Dass wir die aufspüren. Ich weiß echt nicht, wo die sein könnten. Ich meine, die haben dort kein Häusle. In der Nähe. Wir haben ja eigentlich alles durchgeguckt. Mögen die denn schlafen? Ich meine, die schlafen wahrscheinlich nie beim Rüstungsschmied, wobei der ist ja jetzt bei uns in Pribislavec. Also ich hätte jetzt gesagt, persönlich Kloster. Aber. Das ist also irgendwo im Kloster, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Es ist so dunkel, entschuldigt bitte. Also für mich geht's gerade noch so. Immer wieder, wenn der Mond durchkommt, sieht man das dann, dass es doch geht. Wo könnten die denn noch sein? Gibt's irgendein Haus dort? Ich meine, es gibt so viele Häuser dort in Sasau. Ich meine, wir könnten ja auch jetzt alle auseinandernehmen. Das ist auch irgendwie komisch, dass die weg von ihrem... Heidewitzka. Dass die irgendwie entfernt von ihrer Arbeitsstelle leben. Ja. Gut, wie gesagt, Kloster macht am meisten Sinn. Vielleicht sollten wir tatsächlich im Kloster mal nachgucken. Aber erstmal klaue ich dem Typen von der Detschko dann eben seinen Teil. Was er nicht benötigt. Und genau, dann bringe ich mit Simon das Stück. Ich frage mich auch, was dieses Schwert dann am Ende soll. Also ob es stark ist oder keine Ahnung. Ich habe es nämlich nicht mehr in Erinnerung. Oh, dieser Hund. Ja. Dass es den noch immer gibt. Der schlimmste Hund dieser Welt. So. Depp, 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 depp. Jetzt immer da.
Sind wir schon so weit? Ja. So. Also beim Schmied würde ich sagen, der wohnt hier. So, so mein Gefühl. Jo. Und den kann ich hier auch ganz easy peasy beklauen, denke ich. Und die Leute nicht wach werden. Okay. Also hier hat er ihn schon mal nicht. Ich könnte ihn beklauen. Ich muss mal kurz die Fackel anmachen, damit ich weiß, wo ich bin. Hier ist einer, hier sind zwei. Ich mach das Licht natürlich gleich wieder aus. Wir haben jetzt ein Gefühl, okay, das kriege ich nicht auf. Das kriege ich aber auf. Das ist nicht das Ding. Ist auch wieder offen. Hier mache ich lieber zu. Ich meine, das blendet doch nicht. Hier ist auch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Muss dann tatsächlich mit ihm reden, ne? Gütiger Gott! Mir kam zu Ohren, ein Pilger aus dem Heiligen Land habe kürzlich Reliquien verkauft. Hat er dir ein Bruchstück eines Schwertes angeboten? Überrascht es dich, wenn ich ja sage? Warum fragst du? Ich würde es dir abkaufen. Tja, warum nicht? Keinen Schimmer, wieso ich mich verleiten habe lassen, es zu kaufen. Kann ich behaupten, dass der Schund Glück bringt. Okay. Nimm. Möge Gott mit dir sein. Jetzt hat er dir Glück gebracht, alles gut. Also, okay, gut, also das heißt, man muss mit ihm handeln. Na gut, damit wären es 3 von 5. Ja. Meint ihr, wir schaffen das noch nach Kleinberg? Weil da sollte ja das letzte Stück sein und ich musste ja noch die Wappenbrücke klauen. Vielleicht passt das ja sogar, vielleicht schaffe ich das alles auf einmal. Dann habe ich die Wappenbrücke noch und kann dann zu Wojtek. Weil, wo, ey, ist auch irgendwie komisch, schade, dass Simon die Quest nicht in Kleinberg gibt. Weil damit müssen wir, müssen halt super weit nach hinten reisen jetzt. Also halt bis nach Thalenberg. Das ist schon ein gutes Stück. Aber gut, okay. Ich meine, damit merkt man auch, wie klein die Welt ist, ne? Also nicht die Welt in Kingdom Come, sondern generell, wie Welt die klein ist. Auch in so einem, ja, in Kingdom Come quasi, im Universum. Also jeder kennt hier jeden. Ich reite hier lang, weil das ein bisschen angenehmer ist, glaube ich. Okay, hoppala. Ab hier wird es nicht mehr angenehm. Ich habe gehört, man kann hier irgendwo hoch. Hier. Ja. Jetzt reiten wir durch den duschteren Wald. Ist ein bisschen angenehmer. Immer schön in der Nähe der Lichtung, damit wir alles sehen können. Gleich sind wir da. Hey. Oh nein, wir sind runtergefallen. Ja. Okay. Flussspaß. Hui. Jetzt komme ich hier hoch. Passt. Ne? Jetzt sind wir wieder auf dem Feld. Sehr gut. Alter, hier muss man sich aber auch die Wege zusammensuchen, ne? Genau. Thalenberg. Moment. Thalenberg ist doch gerade einfach. Ja. Links und dann quasi wieder rechts. Ja. Wir reiten hier hoch. Links. Und ich reite hier quer durch die Prärie, dann bin ich auch gleich da. Hier reiten wir. Die Hirschleber müssten wir noch machen. Stimmt, da war ja noch was. Irgendwas wegen der Hirschleber. Wie viele Quests wir noch haben. Ich glaube, wir werden mit dem Spiel gefühlt nie fertig. Hier ist ein Lagerfeuer. Ja. Lagerfeuer ist nie gut. Zumindest nicht in der Nacht. Und ja. Ja. Oh Gott, jetzt geht's hier hoch. Ja! Diesen Weg bin ich aber noch nie gelatscht hier. Boah, es ist so dunkel. Ja, ich sehe Thalenberg.
Nein, die sehen nicht doch, das ist Taltenberg. Ja. Wir sind hier schon beim Jäger. Seine Quest müssen wir auch noch machen, weil den können wir, soweit ich es weiß, soweit mir das Internet das gemunkelt hat, ich habe ja mal geguckt, wie man alle so einstellen kann, den könnten wir tatsächlich dann auch mit nach Probeslawitz nehmen. Ja. Da hätten wir noch einen hauseigenen Jäger. Und hopp. Perfekt. Ja. Genau hier irgendwo nebendran soll er sein. Also da, ich könnte es mir hier vorstellen, dass hier ein Schmied ist. We try. Ich meine, wir kommen ja ohne Probleme rein überall. Nee. Ich weiß nicht, ob es der Schmied ist hier halt, ne? Ich meine, gut, wir leveln uns jetzt dementsprechend hoch. Gehen wir mal beides auf. Also gut, hier ist nichts. Ich glaube nicht, dass der Schmied ist. Ja, die haben gemeint, direkt hier neben dran. Das muss der Schmied sein. Dann gehe ich nochmal rein. Mit einer Fackel. Hier ist aber nichts, was wir mitnehmen können. Und hier ist auch nichts. Schon ein bisschen auffällig, was wir hier machen, ne? Okay, also hier ist schon mal nichts. Dann brechen wir hier ein. Also es wurde gesagt, neben dem Gerber. Na gut, wir brechen jetzt mal beim Gerber ein. Aber es kann sein, dass er es hier hat. Ich meine, letztendlich, was wir machen, ist halt, wir holen uns unsere Experience ab. Habe ich das gerade richtig gesehen? War das eben sein Vermögen? Ah, wir haben ihn komplett bestohlen. Der arme Typ, Alter. Okay, also hier ist er nicht. Hier? Ne, hier kommen wir nicht rein. Alter, tut mir jetzt so leid. Wir haben jetzt einfach 193.000, ja, fast 200.000. Alter, wir können so viel auf den Kopf hauen. Wir können jedem dreimal so viel Geld abgeben. Ich guck mal. Das könnte noch der Schmied sein. Okay, da sind wir auch durch. Heimlichkeit. Was können wir denn hier lernen? Ich würde auch du, Brutus, nehmen. Damit können wir mehr Schaden anrichten. Gerne diesen siebten Sinn bald haben, also diese Fähigkeit. Es ist das Blöde, dass hier der Schmied nicht angezeigt wird. Ich kann hier einbrechen, das ist gar kein Problem für mich. Ja, unser Trank ist auch zu Ende. Vielleicht hat er hier was. Nö. Hier gibt es nur unfassbar viele Fälle. Noch nichts. Warum nicht? Ich meine, ein Schmied muss auch einen Amboss haben, so, ne? Ich sehe hier keinen Amboss, kein gar nichts. Die haben gemeint,
hier nebendran. Hier. Ich weiß ja nicht. Also wir haben ja jetzt hier alles abgesucht. Ich meine, gut, ich kann hier nochmal reinplatzen. Und tatsächlich alles klauen, was geht. Toll. Das war's bei ihm. Müssen wir vielleicht mit dem Schmied reden oder so? Also die Quest war tatsächlich super schwer. Ich kann mich voll dran erinnern. Also jetzt fällt es mir auch wieder ein, dass ich die Quest mal komplett durch hatte. Das Problem war halt einfach, du hast null gefunden, was nachdem du gesucht hast. Hier ist das Stück. Ich erinnere mich gerade. Und Sack, keine Ahnung, wo Sack war nochmal. Oh, wir müssen nach oben in die Burg. Und das so flott wie möglich eigentlich. Da kommt ein Pferd. Damit wir jetzt auch noch das durchmachen, bevor es hell wird. Schnell in die Rüstkammer rein, alles mitnehmen, passt schon. In der Rüstkammer waren wir ja schon mal, also das sollte nicht so schwer sein. Dann haben wir auch das für Wojcik mitgemacht. Alles in einer Folge. Hey! Aha. Ja! Oh. Ja! Ich platziere mein Schwert, wollte ich gerade sagen, mein Pferd einfach hier. Mein Pferdschwert. Okay, Moment. Weg damit. Noch einen Trank reinknüpple. Es ist schon sehr hell geworden. Okay. Haben wir. Hier haben wir keine Waffen. Okay. Müsste unten sein. Aber wir werden nicht entdeckt. Aber hey. Sehr schwer. Ich bin froh, dass die jetzt mittlerweile auch aufgehen. Das war ja immer super schwierig. Upsala. Alles aus Versehen mitgenommen. Tut mir leid. Ich liebe es, Rüstkammern auseinanderzunehmen. Oh Gott. Ich bin so überfüllt. Meine Güte. Okay. Ciao. Oh ja. Ich kann nicht sputen, wenn ich überlagert bin. Überladen bin. Das Pferd kann nicht hier hin. Mein Pferd steht da aber. So. Okay. Dann reiten wir jetzt raus. Wir dürften hier nicht mehr gefunden worden sein. Und ciao. Ich würde sagen, wir sehen uns dementsprechend in der nächsten Folge wieder. Während wir dann nach Dings reiten. Nach Sasau reiten, bei Simon alles abgeben. Und wir gucken mal, wo Sack schläft. Das wäre eben der Punkt. Weil ich keine Ahnung habe, wo der schläft. Und wir brauchen das letzte Bruchstück. Wenn wir das haben, haben wir im Grunde genommen alles. Von daher wäre das doch genau das, was wir brauchen. Das heißt, erstmal Simon, dann gucken, wo Sack das letzte Ding hat. Und dann gucken wir, dass wir das Schwert dann schon mal schmieden lassen im Sasau. Und genau, beim Müller verkaufen wir. Ich weiß nicht, können wir bei diesem Müller alles verkaufen? Das wäre nämlich nicht schlecht, wenn das klappen würde. Und dann hätten wir dann letztendlich auch das durch. Okay, wir reisen jetzt nach Merhoyet. Wir hätten hier links gemusst. So, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Von daher, bis dann und zum nächsten Mal.